ist zu Hause. Nichts im Vergleich zu Nordwege. Aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruderei! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Der Schwan im Weg nach Hause. Soll dieses verbotene Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit. Der reiche Halt dann, Siegfried. Okay. Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den vier Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Krass, der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dark. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet. Und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, in Einäugel. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Ja, wir scheinen jetzt in Englerland zu sein. Seht mal! Was geht da vor sich? Rituelles Ertrinken. Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Oh. Einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es dort denn sowas wie Reichtümer? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Da gibt es viele Schätze. Später, Dark. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Ah. Okay. Ich glaube, das wird sehr interessant. Leg da drüben an! Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte, aber vielleicht können wir sie von dem Lager aus lösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Okay. Na gut, dann wollen wir mal entfernen die Seekette. Ich muss mich. Erledigt. Der Weg ist frei. So. Die Kette ist weg. Eivor, zurück zum Schiff. Wir sind hier fast kommt da. Ein bisschen näher. Wenn es keine weiteren Überraschungen gibt. So. Interagieren. So einfach. Sigurd! Gute Arbeit, Eva. Sigurd, lass uns zurückfahren. Ihre Schätze, das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten.
Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann, ein... Was, Dag? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschen hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendetwas stimmt hier. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Neues Gebiet entdeckt. Rantabritzitzl. Keine Ahnung, was ich sage. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Dag und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Okay. Vergleiche halt dann sicher. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Dag, Eivor, zu mir! Okay. Hallo! Die Engeländer. Wir sind die Wikinger. Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Fornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Räuber. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Hey. Ah! Zack, 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 zack! Ich halte die heikle Strunde auf! Du hast bekommen, was du wolltest, da! Verdammt! Hör mich wie zu Hause! Bam! What? Noch mehr. Alter, mit Dreck kämpfen. Zack.
Jetzt fallen die Köpfe ab hier. Komm mal her. Zack. Zack. Sehr gut, Männer. Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Erkunde die Gegend. Räuber können sich in den Überresten des Langhauses verstecken. Ich check mal alles ab hier. Wir finden wenigstens einen, der sich irgendwo verkrochen hat. Wo ist dieses Langhaus? Ich muss sehen, was du siehst. Aber das ist doch mal ein netter Ort für uns eigentlich, oder? Könnte ich mir schon vorstellen. So. Was gibt hier so Schönes? Nichts. Okay, das ist glaube ich das Langhaus, oder? Ich habe das Gefühl bekommen. Halt! Wer bist du? Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd, Dag, hierher! Die Männer hielten Gefangene. Wo? Oh. Ach krass. Durch dieses Fenster oder was? Komm ich da rein? Ach so. Alles kaputt gemacht. Wer weiß, was hier alles so rumliegt. So. Das war mal ein schöner Langhaus. Ihr da! Bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Also, neue Verbündete. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Vielleicht kann der eine was für uns schmieden und die andere kann für uns handeln. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun?
Ich baue meinen Stall auf, fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Ja. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Ja, genau. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Jawohl. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Janli, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Nice. Sehr cool. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Oh. Die anderen sind da. Kommt. Ach so. Ja, ich habe hier ein gutes Gefühl. Ja, hatte ich auch. Ey, ich schwöre, ich verstehe mich mit Eivor. Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Englerland. Geil. Alles renovieren. Die Karte von England, glaube ich. Geil.